Und damit herzlich willkommen schon zur dritten Folge Let's Play Power World. Ja, man glaubt es nicht, das Game ist von 2006 und dafür sind die Grafiken so gut aus. Das war damals der Verhältnis ein Grafikknaller. Auf dem Weg. Das war sehr mutig von euch. Danke für die Hilfe. Was war das für ein Monster? Später, mein Dorf wird angegriffen. Ich muss zurück. Schließt die Tore. Haltet sie auf. Sie dürfen nicht entkommen. Hört das Kämpfen hier eigentlich jemals auf? Der gefällt uns einfach klasse, jetzt auch noch spielbar auf jeden Fall. Ein Strategiespiel. Wir sind hier Anthony Cole gestrandet. Können wir ins Questlog gucken. Helden sterben nicht. Stinas Rettung, Belas Rettung und retten vor den Dilophosauriern. Auf dem Weg. Ihr habt gut gekämpft. Ich danke euch für die Hilfe, Fremderkrieger. Ach, das war mir ein Vergnügen. Da ist allerdings noch etwas. Meine Begleiter sind verschwunden und ich muss sie unbedingt wiederfinden. Dann solltet ihr den Angreifern folgen. Immer wieder verschleppen sie Krieger meines Stammes. Vielleicht halte ich auch eure Gefährten gefangen. Also gut, ich werde eure Brüder und Schwestern befreien. Hoffentlich auch meine Freunde aufspüren. So, Rettung von den Flöhern haben wir abgeschlossen. Wir haben jetzt auch diese Krieger hier bekommen. Die Krieger haben sich ihnen angeschlossen. Sie unterstützen sie bei der Suche nach Stina und Bela, wenn sie ihnen dafür gegen ihre Feinde helfen. Da sind die Kerle, die eure Leute entführt haben. Wenn wir von hier aus angreifen, entdecken sie uns sofort. Dann sollten wir versuchen, ihnen in den Rücken zu fallen. Sie haben nun genügend Schädel, um Cole auf die nächsthöhere Stufe zu befördern. Dadurch gewinnt er neue, stärkere Fähigkeiten. Bei einem Aufstieg wird eine Einheit vollständig geheilt. Außerdem verbessern sich ihre Kampfwerte. Nähere Details finden Sie in der Online-Hilfe. Jetzt blitzt was! Wir sammeln hier ein paar Schädel. Denn wenn man Tiere tötet, kriegt man Schädel. Und mit diesen Schädeln kann man hier Leute befördern, sozusagen. Hier sind verschiedene Stufen. Hier unsere Rohstoffe bisher alle auf Null. Trotzdem kämpfen wir jetzt hier ein bisschen voran. So, dann nähern wir uns den Angreifern hier von hinten. Mann, Mann, Mann. Dieses Ding könnte uns noch sehr nützlich sein. Ein Klunker. Bei den Göttern, ich fühle unbändige Energie in mir. Scheint es wirklich in sich zu haben. Ein Artefakt. So. Position ist ideal. Einem Angriff von dieser Seite rechnen Sie nicht. Was? Jetzt werden wir hier mal angreifen. Und da werden wir auch schon gleich attackiert. Schafft uns die Barbaren vom Leib. Jetzt müssen wir aufpassen, dass ja keiner von unseren Soldaten stirbt. Kämpfen ganz gut unsere Axtkrieger. Anthony Cole. Oh, jetzt haben wir auch die Speerwerferin. Okay. Speerwerferinnen sind besonders effektiv im Kampf gegen Tiere. Gehen wir mal hier runter. Sequenz. Stina, alles in Ordnung? Hier ist ein süßer kleiner Osten und ein Rudel großer, böser, hungriger Smilodon. Brauchst du Hilfe? Die Speerwerferinnen werden als Unterstützung ausreichen. Stina muss mit ihren Speerwerfern diese Aufgaben alleine erledigen, da Cole sie im Moment nicht erreichen kann. Gut. Quest verändert Stinas Rettung. Stina erhält auf Stufe 2 eine neue Fähigkeit, die Speerwerferinnen in ihrer Nähe einen Rüstungsbonus verleiht. Sind da nicht noch mehr von diesen Smilodons? Allerdings. Ich werde sie ausschalten, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Vergesst das Nest nicht. Schalten wir diese bösen Smilodons doch mal aus.